Jeder Teil deines Körpers entspannt sich. Definitiv hat sich alles. Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Ah, Sandra, hallo. Sind Sie der Schulzyzologe? Ja, der Zyzologe braucht danach bestimmt einen Psychologe, wenn das schon so anfängt. Du meinst wohl Schulpsychologe? Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich zum Schulpsychologen gehen soll. Sandra, du meinst Schulpsychologe. Ich bin ein Schulpsychologe. Du bist ein kleiner Klugscheißer. Aber hey, nobody's perfect, ne? Wahrscheinlich hat Herr Genital ein bisschen undeutlich gesprochen. Ja, ich sehe schon immer Genital, Alter. Das ist so krank. Und du hast dich deswegen verschrieben, ja? Ja. Herr Genital ist doch nicht ganz sauber. Mit so einem Namen, das ist verständlich. Das hört sich irgendwie eklig an, ne? Okay, Sandra, setz dich doch. Ja, ein bisschen. Erstmal, ja? Also, wir haben ja in der Schule schon öfter mit dir hier... Irgendwie sieht dieses Probleme gehabt. Das Plakat heißt, da hinten aus wie so ein Plakat für Zigarettenwerbung. Hast du ja sicherlich, ne? Ja, Entschuldigung, dass ich geboren bin, ey. Ach, Quatsch. Ich meine, wärst du nicht geboren, hätte ich diesen Job hier nie bekommen, verstehst du? Hä? Naja, die Schule hat mich... Ja gut, okay, recht hat er ja. Der hat bestimmt nur mit Sandra zu tun. Eigentlich nur für dich hier eingestellt. Sie bräuchte sonst gar keinen Schulpsychologen. Interessante Schule. Warum die Sandra überhaupt noch in der Schule haben, wundert mich. Sandra sorgt für Arbeitsplätze! Okay, hat es aber definitiv auch mal recht. Das ist mal was anderes. In Deutsch schreibt sie immer gute Sätze. Gut, gut, Sandra, okay. Was? Pass mal auf, ich möchte, dass du dich jetzt mal wirklich total entspannst, okay? Lehn dich etwas zurück. Konzentriere dich nur auf mich und auf meine Stimme, ja? Ja gut, der lehnt sich an der Wand. Ich möchte... Ich glaube nicht, dass das entspannt ist. Das ist bestimmt entspannt. Ich meine, wer es mag, ja, super. Da gibt es einen, den ich gerne höre. Leo Rojas hieß der, heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Der macht so coole Panflötenmusik. Ist echt nice. Sandra, hör bitte auf damit. Hör auf. War das eine Schlossflöte? Nee, es war eine normale Flöte. Sandra, es reicht. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt Bahnflöte ist oder Flatenblade. Flöte. Es reicht! Schluss damit! Okay. Ich sag doch, der Psychologe braucht danach einen Psychologe. Okay. Okay. Ich möchte, dass du dich jetzt nochmal ganz doll entspannst und dich etwas zurücklehnst und dich nur auf mich konzentrierst, ja? Ich möchte, dass du dich vollkommen... Ich glaube, die konzentriert sich vollkommen auf Sascha. ...entspannst. Ganz entspannen. Jeder Teil deines Körpers entspannt sich. Definitiv hat sich alles gerade entspannt. Boah, die muss sich aber sehr entspannen, Alter. Ich sollte mich entspannen. Ja. Okay. Jetzt war sehr viel Spannung in den Arsch, wenn er so viel raus muss. Entspann alles außer dein Po-Loch, okay? Entspann alles außer dein Po-Loch. Sie haben Poloch gesagt. Sei doch nicht immer so albern, verdammt. Ach, schau mal, das war aber lustig, Mann. Bist in dein Leben, ey. Bist ja voll aggro. Okay, Sandra. Schauen wir mal ein paar Jahre zurück in deine Kindheit. Sicherlich finden wir da den Auslöser, warum du so gestört bist. Ich bin nicht gestört. Ich bin nur kreativ in meiner Verhaltensweise. Ja, und genau... Das ist etwas, was Eric Cartman gesagt hätte. Genau das ist gestört. Schauen wir mal 2 Jahre zurück in deine Kindheit. Dann darf ja niemand mehr kreativ sein, wenn sowas gestört ist. 2 Jahre zurück. An was erinnerst du dich da? Boah, ja, ich bin jetzt 16. 2 Jahre zurück war ich 94, Mauerfall, Krieg vorbei. In welcher Welt lebt die, Mann? Was ist hier kaputt, Alter? Ich scheiß mich rein. Da warst du 14, Sandra! An welche wichtigen Dinge kannst du dich aus dieser Zeit erinnern? Vor allem Mauerfallkrieg vorbei, Alter. Erinnern. Ja, da fällt mir wieder was ein, was Cooles. Na dann. Soll ich vormachen? Oh, kannst du es nicht einfach erzählen? Ich könnte singen! Nein, bitte nicht, ja? Herr Genital liegt schon seit 2 Wochen mit blutenden Ohren im Krankenhaus. Ich mache es vor, okay? Okay, wenn du meinst. Ich hab Angst. Ja! Hä? Weißt du, nochmal? Ich glaube, die hat es mit 14 zum ersten Mal geschafft, alleine auch ins Klo zu machen oder aufs Klo zu gehen. Ja, das... Ich meine, gut, mit 14 schafft man sowas zum ersten Mal alleine. Ich meine, wer trägt nicht bis 14 ist Windeln? Ja! Verrat's mir, ich komm nicht drauf. Ich hab meine erste Regel gekriegt mit 14, hä? Das war aber komisch angedeutet.
Na, das ist ja spannend. Ja! Und als ich damals das erste Mal einen Tampon benutzt habe, dachte ich, das gehört seitwärts rein, damit das Blut besser ab... Oh, Pompe, Alter! Ich scheiß mich ein, seitwärts! Oh, das muss Sauerei quälen dann, Alter! Okay, Sandra, ich denke, die Information, die wir von dir brauchen... Soll ja nicht dafür sein, damit das nicht abläuft. ...kriegen wir nicht aus deinem Wachzustand. Wir sollten es vielleicht mal mit Hypnose versuchen. Ja, ich denke auch, sie sind damit überfordert. Holen Sie mal Hypnose rein, der kann mir bestimmt besser helfen. Sandra, Hypnose ist eine Art Trance-Zustand. Es gibt sicher irgendwo einen, der Hypnose heißt. Würdest es sowieso nicht verstehen. Nee, würde ich auch nicht. Ich bin so dumm, beim Kacken vergesse ich manchmal, ob man drücken oder hochziehen muss. Oh. Also wenn du hochziehst, kommt es aus dem Mund wieder raus. Könnte auch interessant werden, bei South Park hat es geklappt. Gott! Und wenn ich zu doll hochziehe, habe ich das Gefühl, die Kacke kommt mir schon Hals hoch. Okay, okay, das reicht. Danke. Die hat bei Cartman gelernt. Wir versuchen es mit Hypnose, okay? Konzentrier dich einfach nur auf mich. Das ist ein kleines Experiment. Bei einigen funktioniert es, bei anderen funktioniert es nicht, ja? Okay. Konzentrier dich jetzt mal bitte nur auf meinen Finger. Ja. Das ging ja das schnell. Das war ja einfach. Ich glaube, das ist einfach nur eingefallen. Du bist jetzt in Trance. Du hörst nur auf meine Stimme. Ich möchte, dass du ein paar Jahre zurückgehst in deine Kindheit. In ein Jahr, wo ein prägendes Ereignis stattgefunden hat. Okay. Sandra, in welchem Jahr befindest du dich? 1977. Da bist du noch nicht... Ja, die hat schon gelebt. ...geboren, Sandra. Geh ein paar Jahre vor. 2034. Das ist aber weit vorne, Alter. Ich will nicht wissen, was in diesem Jahr alles passiert, wenn 20 schon Corona fliegt. Viel weiter zurück, Sandra. 1758. Weiter vor. 1980. Weiter vor. 1604. Weiter vor, Sandra. Das ist 2003. Das könnte passen. Vor Christi. Heilige Scheiße! Das ist doch gut. Geh zurück, du bist im Jahre 2009. Was siehst du? Ich mache ein Praktikum. Wo machst du ein Praktikum, Sandra? Als Käsereifachverkäuferin. Geh ein Stück weiter. Du hast Feierabend. Du gehst nach Hause. Wen siehst du? Mein Papa. Dein Papa, okay. Weißt du, wo deine Mutter ist? Steckt in der Rutsche bei McDonald's fest. Oh. Ja, gut, okay. Okay. Wie lange schon? 2 Wochen. Warum rettet die Kinder, Alter? Was ist da kaputt? Die haben die Rutsche schon aufgeschnitten, aber die kriegen sie nicht raus. Die muss ja größer sein als die Rutsche. Okay. Vetter. Bleiben wir bei deinem Vater. Stell dir vor, Sandra, du stehst vor deinem Vater. Du darfst nur einen Satz zu ihm sagen. Oh, nur einen einzigen. Danach darfst du nie wieder etwas zu ihm sagen. Das wird ja eine interessante Unterhaltung, wenn die mal was erzählen wollen. Was wäre dein letzter Satz zu deinem Vater? Boah, ey! Das wäre dein letzter Satz? Das war jetzt irgendwie klar. Ja, das ist mein Lieblingssatz. Das ist nicht mal ein Satz, Alter. Das Mädchen ist das Dümmste und Hohlste, was ich jemals behandelt habe. Ich bin zwar in Hypnose, aber ich kann alles verstehen, was sie sagen. Sandra, wenn ich mit dem Finger schnipse, erwachst du aus der Hypnose und bist wieder hellwach und fühlst dich glücklich. Sandra, wie fühlst du... Ich glaube, Sandra fühlt sich allgemein immer glücklich in ihrer Welt. Fühlst du dich? Ganz gut, glaube ich. Fühlst du dich anders als sonst? Ja, ja, ich habe beschlossen, in meinem Leben was zu ändern. Ja. Das freut mich, dass ich dir helfen konnte. Du möchtest dich bestimmt mit deinem Vater aussprechen, nicht wahr? Nein. Ich werde Käsereifachverkäuferin. Was ist das dumm, Alter? Jungs, Kuputai, Alter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ihr nicht getan abonniert. Diesen verabschiede ich mich und bin damit raus.